Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Assassin's Creed 3 Multiplayer. Ja, ich habe es endlich wieder geschafft, aufzunehmen. Da, ja, ich keine Ahnung habe, zum Teil, warum es nicht funktioniert. Ja, wir spielen Deathmatch. Und ja, ich habe zum Teil keine Ahnung, weil es gibt es, dass ich einfach plötzlich mich nicht anmelden kann und mir Ubisoft sagt, dass es ein Problem gibt, keine Ahnung warum. Ja, und jetzt habe ich es endlich wieder geschafft. Und wow. Das war blöd. Boah, der ist schon Stufe 27. Ja, ich bin erst Stufe 11. Wollte eigentlich schon viel weiter sein als das. Aber ja. Ich konnte heute den ganzen Tag nicht spielen. Wegen diesem blöden Problem. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. So, wir laufen weiter. Habe ziemlich wenige Frames, nur 20. Ist nicht so toll. Es leckt sehr. Keine Ahnung, warum das liegt. Vermutlich eben gleicher Grund wie sowas. Ich heute den ganzen Tag nicht wirklich spielen konnte. Und ja. Hey. Hallo? Hallo. Jetzt spielt irgendetwas. Boah. Was ist hier los? Ich laufe nicht einmal hoch gleichzeitig oder so. Boah. Erledigt, aber wurde gleichzeitig auch noch erledigt. Ja, nicht so toll. Jetzt hätte ich gerne mal konstant 30 Frames. Und jetzt habe ich es. So, wo ist unser... Der ist hier. Dann wollen wir den gleich mal hier drin abpassen. Und erledigt. So, wir tauchen einmal. Und jetzt verfolgt uns wieder irgendjemand. Ja, der hat das jetzt gemerkt, dass wir ihn erledigen wollen. Ah, fast. Wollte ihn betäuben, weil er wollte uns umbringen, aber ja, hat nicht ganz funktioniert. Wo geht es durch? Hier. Und ich. Dort ist mein. Das ist mein Gegner. Da will ich mich umbringen. Einer der beiden sind unsere Gegner. Keine Ahnung, warum diese mich jetzt nicht umbringen. Wunderbar. Der ist Geschichte. Nun der andere.
Das wäre nicht der, oder? Ich glaube schon, diese Karte ist mir irgendwie ein wenig zu klein. Ja. Ah. Waren wir wieder gleich schnell. Ja, diese Karte ist mir persönlich etwas zu klein. Weil man hört überall dieses Geflüster. Also wenn man einmal, wenn man einen Gegner hat, dann flüstert, wenn man einen Gegner hat, dann flüstert es schon fast überall. Wenn man dann gleich zwei hat, dann ja. Ist das, glaube ich, sehr extrem. Da. Oh, oh, ja, das. Und da liegt. Ah, wir sind in Stufe 12. So, und wo könnte. Das wird unsere. Die will uns umbringen. Oder? Richtig. Okay, getäuscht. Also gar kein Spieler. Wer? 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 Das meinte ich mit Flüstern. Warum werde ich von dem betäubt? Ja, das meine ich mit Flüstern. Wir hören wirklich hier ununterbrochen Geflüster. Und ich persönlich kann mich so nicht mehr gut daran orientieren. Oh. Das war jetzt ja vielleicht ein wenig unüberlegt von mir. Also spätestens als er diese Pistole gezückt hat, hätte ich es wissen müssen. Aber ja, wo ist er? Wo ist er? Hallo? Bin ich blind? Ja, jetzt auch, er hat uns. Ich ihn aber nicht. Auftrag verloren. Ah. Das ist irgendwie der Vorführeffekt. Immer wenn man irgendwie. Immer wenn ich irgendein Spiel aufnehme oder so, dann. Noch dann bin ich immer schlecht. Schlechter als ich sonst bin. Und ich denke, das sind diese drei Typen. Einer von den drei will uns umbringen. Wow. Oh, ja, war klar. Ja, 900 Punkte. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Immerhin. Naja. Mit mehr wäre ich zufriedener gewesen, aber kann nicht immer alles haben. Und das ist da schon Stufe 27. Boah. Ah, wir haben die beste Attentatspunktzahl erhalten. Mehr als 900. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Ja. So, wollen wir doch gleich einmal abstimmen. Ich bin für New York. Oder kann ich noch ändern? Schade. Ich hätte jetzt gerne die Nordwestpassage mit Meucheln gemacht, aber dafür ist es zu spät. Ich hoffe, ich kann wieder den Scharfschützen nehmen. Das ist meine Lieblingsfigur hier. Der Scharfschütze und der Commander. Finde ich beide sehr toll zum Spielen. Nein, bitte nicht. Ladespielsitzung. Glück gehabt. So. Ja, kann ich nachher noch wählen. Nicht sehr gut. Ja, bin schon ein wenig modifiziert. Und am Gürtel hängt Harlekin, den man bei der Limited Codex Edition bei Brotherhood dabei hatte. Den habe ich ihm am Gürtel gemacht. Ja, und die Klamotten ein wenig, die Farben verändert und so.
Zeit sind wir aber mit Abstand im höchsten Level. Wir müssen diesen, was auch immer, aussuchen und eliminieren. Boah, da, diese Karte habe ich jetzt noch nie gespielt. Darum habe ich jetzt auch überhaupt keine Ahnung. So. Verdammt, ich dachte, der will uns umbringen. Wow, wow. Ha! Perfekt. War gleich hinter uns. Das war jetzt was zu einfach. Ab und zu hat das Spiel wirklich noch ein paar Marken. Boah. Wow. Da hatte ich jetzt Glück gehabt. Ich brauche diesen Typen hier drüben. Und Lebol. Erledigt. So, nun aufmerksam sein. Der möchte uns ans Leder. Du vielleicht? Ah. Ich weiß nicht, der läuft ja. Ah, und wir brauchen diese. Dann wollen wir sie gleich erledigen. So. Aber ist wirklich nicht so schwer. Verdammt. Wollte mich gerade verkleiden. So. Ja komm, lass mich wieder. Lass mich spielen. Ja, da vorne ist sie ja schon. Und dann tschüss. Und wo geht es weiter? Vor diesen Doktoren habe ich ein wenig Angst. Wir verkleiden uns einmal. Schade, da war ich zu langsam. Ist alles blöd. Ja. Ah ja, wir sind Erster mit ziemlich großem Abstand. Aber dieser Abstand kann auch sehr schnell schrumpfen. Und ja, das wollen wir ja nicht. Ja, sehr. Und wo ist mein Ziel? Ich hasse dieses Geflüster. Ernsthaft. Jetzt habe ich sie gerade kurz gesehen. Eine Zielperson. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was sie ist. Hallo, Zielperson. Wow. Da bist du ja. Da bist du nicht mehr. Ja, wir stecken uns mal hier und warten auf unser nächstes Ziel. Wieder die gleiche, okay. Und täglich hört man das Geflüster. Ah, da ist sie, da ist sie. Komm schon, komm zu mir. Wow. Und tschüss. Nein. Verdammt. Ja. Schade. Man kann nicht immer leben. So, wir wollen uns gleich einmal verkleiden. Und nun suchen wir diese Blondine. Keine Ahnung mehr, was ist. Habe ich persönlich noch nie gespielt. Bis jetzt habe ich nur den gespielt, den ich jetzt gerade spiele, also den Scharfschützen und den, keine Ahnung, dieser Krieger da. Ah, dort vorne ist sie. Jetzt gehörst du mir. Leb wohl. Oder sterb wohl. Leb tust jetzt sehr wohl nicht mehr. Komm schon, gib mir den nächsten Auftrag. Ich will morden. Ah, du. Okay. Dich habe ich schon ein paar Mal erledigt. Dodon. Verdammt, ich wollte es jetzt gerade mit den Wurfmessern aus eliminieren, aber.